liebe Cannstatter und Cannstatterinnen, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen der Bewegung gegen Stuttgart 21. Wir stehen hier auf dem Marktplatz von Bad Cannstatt. Er war vor kurzem, bis vor kurzem mit dem liebsten Kind der Deutschen zugeparkt, seinem heiligen Lächeln. Gegen hinhaltenden Widerstand der Autolobby konnte mit dem autofreien Marktplatz ein erster kleiner Fortschritt auf dem Weg zu einem lebenswerten urbanen Ort ohne Lärm und Blech durchgesetzt werden. Diesem kleinen Fortschritt stehen jedoch massive Rückschritte an anderen Orten gegenüber. Ich spreche von dem 200 Millionen Euro teuren B10 Autotunnel unter dem Rosensteinpark und natürlich von Stuttgart 21. Die Bahn beabsichtigt den Bau einer neuen Eisenbahnbrücke über den Neckar und hat im März medienwirksam den Anstieg des Cannstatter Tunnels gefeiert. Er soll in Zukunft mit mehreren Röhren für S-Bahn und Fernbahn unter dem Rosensteinpark von Bad Cannstatt zum Hauptbahnhof führen. An der Haltestelle Mineralbäder graben sich bereits seit Februar diesen Jahres die Bagger der Firma Wolf & Müller durch das Erdreich der Grünflächen bei Mineralbad Leutze. Bohrgeräte treiben ihre Bohrer in den mineralwasserführenden Untergrund. Raupenfahrzeuge haben einen für die Bundesgartenschau 1977 installierten Sprudler abgetragen. Am Neckarufer und am Rande des Rosensteinparks fanden im Februar massive Abholzungsmaßnahmen statt, um dort Platz für Baustellen, Einrichtungsflächen und die vorgesehene Einfahrt des B10 Autotunnels zu schaffen. Gleich zu Beginn der Bauarbeiten wurde die Verbindung über den Leutzesteg in den Rosensteinpark für Radfahrer und Fußgänger gekappt. Sie müssen seitdem erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Anfang Mai dieses Jahres ist ein weiterer Brückenabriss geplant. Der Wilhelmersteg steht der Baustelle für die Tunneleinfahrt zum B10 Autotunnel im Weg. Mit dem Wilhelmersteg soll ein weiterer wichtiger und häufig von Fußgängern und Radfahrern genutzter Verbindungsweg zum Rosensteinpark fallen. Damit nicht genug. Anfang 2015 soll auch der markante 158 Meter lange Holzsteg über den Neckar fallen. Er wurde anlässlich der Bundesgartenschau 1977 errichtet. Die Brücke zählt übrigens zu den am weitest gespannten Holzbalkenbrücken der Welt und war damals eine der Bundesbesucherattraktionen der Gartenschau. Der 37 Jahre alte Holzsteg, zuletzt 2012 für 25.000 Euro teilsaniert, steht der geplanten 355 Meter langen und 24 Meter breiten Eisenbahnbrücke im Weg. Sie ist, legt man die Fotos der Planer zugrunde, in ihrer Ästhetik nur als brachial zu bezeichnen. Während der westliche Brückenkopf der Eisenbahnbrücke für weiteren Kahlschlag unterhalb von Schloss Rosenstein führen wird, rückt der östliche Brückenkopf der neuen Bahnbrücke dicht an die Wohnhäuser in der Schöne- und Eisenbahnstraße auf der Cannstatter Seite des Neckarufers heran. Dort droht eine massive Lärmbelastung. Sie soll notdürftig durch Schallschutzwände und Lärmschutzfenster gemildert werden. Besonders heikel beim Brückenbau, die Gründung der Pfeiler der neuen Eisenbahnbrücke greift in mineralwasserführende Schichten ein und gefährdet damit unmittelbar das Cannstatter Mineralwasser.
Während der mehrjährigen Bauzeit des B10 Autotunnels und der S21 Eisenbahnbrücke soll es keinen Ersatz für die Fußgänger von Bad Cannstatt über den Neckar in Richtung Rosensteinpark geben. Auch viele Besucher der Wilhelma müssen in Zukunft einen großen Umweg entlang von vielbefahrenen, entsprechend verlärmten und verdreckten Straßen machen, zum Beispiel über die König-Karl-Brücke. Davon betroffen sind auch viele Familien mit Kleinkindern sowie Kindergarten- und Schülergruppen. Den Bau einer Ersatzbrücke für Fußgänger lehnen die Verfechter von Stuttgart 21 in Bad Cannstatt ab. Ihre bemerkenswert blöde Begründung, Zitat: Das Neckarknie in Bad Cannstatt habe eine hohe landschaftsprägende Bedeutung. Die nicht durch eine zusätzliche Brücke beeinträchtigt werden darf. So Roland Spiet, CDU-Bezirksparat aus Bad Cannstatt in einer Presseerklärung. Jeder, der die aktuellen Baumaßnahmen verfolgt und Fotos der neuen Eisenbahnbrücke gesehen hat, wird einsehen, dass man sich in Zukunft keine Gedanken mehr über die Ästhetik des Neckarufers in Cannstatt machen muss. Diese wird nämlich gerade unwiederbringlich zerstört. Das alles im Namen eines Fortschritts, der in Deutschland, besonders in Stuttgart, gerne als automobile Fortbewegung buchstabiert wird, aber regelmäßig und absehbar in der Sackgasse von mehr Stau auf den Straßen und mehr Feinstaub in der Luft endet. Die Beglückung der Cannstatter mit den Verheißungen eines so gearteten Fortschritts sind damit aber noch nicht vollständig aufgezählt. Die geplante Unterbrechung der Stadtbahnlinien zwischen Staatsgalerie, Charlottenplatz und Hauptbahnhof wird mit den Linien U1, U2, U11 und U14 viele Fahrgäste aus Bad Cannstatt betreffen, aber auch Fahrgäste aus Münster, Fellbach, Steinhaltenfeld, Neugereuth und den Neckarvororten. Sie alle müssen mit längeren Fahrzeiten und Umwegen rechnen. Ferner sind natürlich auch alle Besucher des Cannstatter Volksfestes sowie von Sport- und Freizeitevents in den Veranstaltungshallen und im Fußballstadion am Cannstatter Wasen betroffen. Es wundert uns deshalb nicht, dass die Stadt Stuttgart den Umbau der SSB-Haltestellen in der Innenstadt herauszögert. Soll doch ein Teil der Veranstaltungen des Evangelischen Kirchentages 2015 auf dem Cannstatter Wasen stattfinden. Wir fragen uns allerdings, wie kann es sein, dass den Verantwortlichen der Stadt Stuttgart und der SSB ein gutes Image als Gastgeber und funktionierende Nahverkehrsverbindungen für die Besucher des Kirchentages wichtiger sind als die Stuttgarter Bevölkerung und die Pendler, die täglich auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind. Bad Cannstatt ist einer der Orte, an dem die ganze Absurdität solcher Projekte deutlich wird. Die Cannstatter sollen die Zerstörung des Naherholungsgebietes Rosensteinpark und die Kappung wesentlicher Verbindungen für Fußgänger, Radfahrer und Stadtbahnfahrer widerspruchslos hinnehmen. Sie sollen mehr als 10 Jahre Baustellenlärm klaglos ertragen, mit der Gewissheit, dass eine Realisierung der Projekte zu noch mehr Verkehr, zu mehr Feinstaub und für die Cannstatter zu deutlich weniger und schlechteren regionalen Zugverbindungen führen wird. Sie sollen es hinnehmen, dass die rücksichtslose Profitgier von Bahn- und Bauunternehmen den größten Naturschatz bedroht, den Cannstatt zu bieten hat, sein Mineralwasser. Sie sollen für diesen Schwachsinn auch noch 27.000 Euro pro Kopf vom Baby bis zum Kreis bezahlen, Geld, das an anderen Orten sicher sinnvoller investiert werden könnte. Zu all diesen Zumutungen sagen wir Cannstatter entschieden Nein.
Die in Beton und Tunnelbauten gegossenen Fantasien älterer Herren, die am Beginn dieser Dinosaurierprojekte standen, waren schon überholt, als sie im letzten Jahrhundert geboren wurden. Deshalb müssen wir ihre Umsetzung verhindern. Wir fordern Schluss mit der weiteren Stadtzerstörung, Ende weg von unserem Mineralwasser, sofortiger Ausstieg aus Stuttgart 21, Einstieg in eine andere Stadt- und Verkehrsentwicklung. Obenbei. Vielen Dank, Herr Wolfgang Isele. Die Rede können Sie auch in ausführlicherer Form hier am Infostand mitnehmen für Ihre Nachbarn, Ihre Kinder und sonstige Zuhörenswillige.